Hallo, hier ist Mara. Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht. Auf der Suche nach Weihnachten in Berlin. Ich gehe aus dem Haus. Die Haustür schnappt hinter mir zu. Fast hat es den Anschein, dass sie sich an meiner Tasche festbeißen und mich zurückhalten will. Ich gehe trotzdem. Schräg rechts gegenüber schreien mich bunte, blinkende Lichterketten an. Ich wende mich ab und gehe in die andere Richtung, zur U-Bahn. Mit Freunden bin ich verabredet. Wir wollen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Auf welchen? Wissen wir noch nicht so genau. Also haben wir uns am Alex verabredet, im Bahnhof gegenüber von Burger King. Innerlich bin ich in Eile. Habe von unterwegs angerufen, dass ich ein paar Minuten später komme. Menschenmassen, die von den Zügen ausgespuckt werden, wälzen sich zu den Ausgängen hinab. Die Rolltreppen voll, kein Vorbeikommen. Einzige Option: drübersteigen oder drunter durchkrabbeln. Ich verwerfe sie sofort und warte. Unten angekommen, lädt mich die Rolltreppenschlange ab. Ich bleibe stehen, unsicher, wo Burger King ist. Stumme Aufforderung: gehen Sie weiter. Zeit brauchend, mich zu orientieren. Gehe schließlich weiter, blicke suchend. Schließlich winken sie, vor Fisch und Chips stehend. Statt nach Burgern, Geruch von frittiertem Fisch. Das letzte bisschen Weihnachtsbesinnlichkeit verschwindet, als wir den Bahnhof verlassen. Dunkelheit. Es sind fast 10 Grad plus. Ich stelle fest, dass ich viel zu warm oder zu kalt angezogen bin. Mit geschlossenem Mantel fühle ich mich wie in einem römischen Dampfbad. Mit offener Jacke habe ich das Gefühl, innerlich zu erfrieren. Menschen hasten an uns vorbei, mit Taschen bepackt. Weihnachtsgeschenke? Wir eilen durch den Großstadtdschungel. Uns offenbart sich eine surreale Szene. Der Weihnachtsmarkt. Es gibt keinen Schnee. Wir treten durch das Tor ein. Es riecht nach Menschen, Glühwein, Knoblauch, Glühbirne, Frittierfett und kandierten Äpfeln und Nüssen. Für Berlin und so viele Menschen ist es auffallend ruhig. Da wir alle von Arbeit kommen, sind wir alle hungrig. Waffel am Stiel, Handbrot, Chips in Spiralenform, Käseecken, Wurstscheibchen. Wir stehen herum, erzählen uns ein wenig, beobachten das Treiben. Jetlag von viel zu frühem Aufstehen. Stellen fest, dass die Taverne nicht da ist, wo sie letztes Jahr war. Irren über den Weihnachtsmarkt, auf der Suche. Kein weihnachtliches Gefühl. Trinken. Schließlich finden wir sie, trinken Glühbirne bei 10 Grad plus. Trinken aus, gehen weiter, nächster Weihnachtsmarkt. Warum machen wir das? Auf dem Weg Rollplakate mit Frauen in weihnachtlicher oder teuflischer Unterwäsche. Leuchtend rot, sexy, verführerisch. Was hat dieses Weihnachtsmarkt-Hopping mit Weihnachten, mit dem damit verbundenen Gefühl zu tun? Die vielen optischen Reize und Anreize zu konsumieren verführen uns. Weihnachten, egal wie man es nennt, ist Verführung, Verführung der Seele. Ruhe zu finden, sich zu besinnen, Zeit zu haben, uns nicht allein zu fühlen. Verbundenheit, Liebe, Ruhe und Zufriedenheit können wir nur in uns selbst finden.